Wusstest du, dass du auch ohne Instrument üben kannst und dass es sogar deinen Lernprozess positiv beeinflusst? In diesem Video gebe ich dir nicht nur Finger- und Handübungen, sondern auch ein paar mentale Anregungen, um dich mit deinen Stücken, die du gerade lernst, zu verbessern. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Susanna Magyarorsi. Wenn du das erste Mal hier bist, abonniere gerne meinen Kanal und kommentiere, falls du Fragen hast. In der Beschreibung unten kannst du dich auch zu meinem Newsletter anmelden. Dort bekommst du immer die neuesten Tipps, Infos und Zusatzmaterialien. Hier ein paar Finger- und Handübungen, die nur einige Minuten benötigen. Deine Hand, Muskeln und Sehnen, Gelenke beweglich halten, das Gehirn anregt, die Konzentration steigert und generell für innere Ruhe und Ausgeglichenheit sorgen. Für Instrumentalisten ist ein Handtraining eine gute Unterstützung zum Üben selbst. Die meisten von uns kennen bereits die Bogenspinne, Spider-Crawl-Übungen für die rechte Hand, um Flexibilität, Bewusstsein und gute Kontrolle in der Bogenhand zu entwickeln. Du kannst diese Übung vertikal und in einer horizontalen Position machen. Das ist anfangs etwas knifflig, aber erstaunlich hilfreich. Sie aktivieren und stärken die Lebensenergie, zudem stimulieren sie die Reflexzonen der Hand. Die Kugeln auf der Handfläche langsam umeinander kreisen. Anfangs werden sich die Kugeln berühren, aber Ziel ist es, dass sie gleichmäßig, ohne sich zu berühren, kreisen. Und es wäre gut, in beide Richtungen und mit beiden Händen üben. Die Vibration der Klangkörper, die entstehende Wärme und die harmonische Spannung und Entspannung der Muskulatur beeinflussen das vegetative Nervensystem. Eine Massage ohne großen Kraftaufwand. Durch das Rollen und Kneten der Bälle werden ähnliche Effekte wie bei einer Massage erzielt. Igelbälle gibt es in zahlreichen Größen und Variationen und sie unterscheiden sich zudem in ihren einzelnen Härtegraden. Je härter der Igelball ist, desto stärker kann die Haut und Muskeln damit massiert und stimuliert werden. Mentales Üben, wie es auch Sportler zur Vorbereitung für wichtige Ereignisse nutzen, kann sehr hilfreich sein. Laut Studien ist mentales Üben fast genauso effektiv wie regelmäßig körperliches Üben. Spüre und visualisiere, wie sich die Finger, Hände und Arme bewegen und wie es sich genau anfühlt. Höre die Phrasen oder das Stück im Kopf und versuche alles, was du möchtest, zum Ausdruck zu bringen. Du kannst mal probieren, mental ein Stück durchzuspielen, ohne stecken zu bleiben. Eine gute Möglichkeit, ohne dein Instrument zu üben, ist eine Studie über das Stück, an dem du gerade arbeitest, zu machen. Wer hat die Musik komponiert? Wann wurde das Stück geschrieben und gibt es eine Geschichte dazu? Was weißt du über den Komponisten? Und ja, versuche einige interessante Fakten herauszufinden. Höre dir die Stücke deiner Lieblingsgeiger oder Lieblingscellisten an und beschäftige dich mit ihrer Biografie. Was zeichnet sie aus und macht sie zu großartigen Motivatoren und Lehrer für uns? Nimm die Noten oder die Partitur zur Hand und lese beim Zuhören mit. Man nennt das auch Partiturstudium und es ist unglaublich hilfreich, egal welches Stück du gerade lernst, denn Melodien und Phrasen zu hören, arbeitet bereits im Gehirn. Wenn man einiges erfährt, verstehst du die Musik besser und das Stück, das du lernst, wird dir vertrauter. Außerdem kannst du deinen Lehrer mit deinem Wissen beeindrucken. Eine fantastische Möglichkeit, die Musik wirklich zu verinnerlichen, ist, das Stück, das du gerade lernst, zu singen, um ein Gefühl zu bekommen, wie alles freier klingen soll. Es geht gar nicht um die Qualität deiner Stimme. Du kannst natürlich auch nur summen, sondern die Phrasen fließend und gut klingen zu lassen. Besonders wenn du ein Stück auswendig lernen möchtest, singe ohne deine Noten. Meine Großmutter, die eine Opernsängerin war, hat mich immer gebeten,
die Phrasen, die ich gerade spiele, zu singen. Das hat bei mir oft einen großen Unterschied ausgemacht. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie du auch ohne Instrument üben kannst. Das sind großartige, effektive Methoden, um zu üben, wenn du kein Instrument zur Verfügung hast oder nicht üben kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, kommentiere gerne, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.